Daher war ich gestern wirklich hoch erfreut, als ich gelesen habe, dass es in Deutschland doch noch ein paar andere Stimmen auch noch gibt als die Frau Merkel. Ja? Ich halte die Frau Merkel für eine der größten Katastrophen, die der jüngeren deutschen Geschichte überhaupt passieren konnte. Die Frau Merkel ist meiner Ansicht nach, und ich sage das jetzt bewusst in die Kamera, die Frau Merkel ist meiner Ansicht nach nicht Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, sondern sie ist Gouverneurin des US-Bundesstaates Germany. Und genauso verhält sie sich. Die Administration in Washington kann sich auf ihre eigenen Gouverneure in Amerika nicht so verlassen, wie sie sich auf die Frau Merkel verlassen können. Und ihre Pressekonferenz vor wenigen Tagen bei diesem G20-Gipfel in Sydney war ein einziger Skandal. Wie kommt die dort auf die Idee, dem Herrn Präsidenten Putin eine Schelte veranstalten zu müssen? Wie kommt die Dame auf die Idee zu sagen, ihre Geduld mit Putin sei jetzt zu Ende? Was bildet sich die ein? Hat die den Zweiten Weltkrieg verschlafen oder was? Wie kommt die Dame auf die Idee zu sagen, dass Russland die territoriale Integrität der Ukraine wiederherzustellen hat, dass die Krim sozusagen an die Ukraine zurückgegeben werden müsse? Das ist unglaublich. Denn mit der gleichen Begründung, wie wenn man den Russen auf der Krim nicht gestattet, zu entscheiden, wo sie hinwollen, dann kann ich es auch den Schotten nicht gestatten, dann kann ich es auch den Katalanen nicht gestatten, dann kann ich es auch den Südtiroler nicht gestatten. Dann kann ich es aber auch den Kosovo-Albanern nicht gestatten. Und dort hat es aber der Westen getan und hat gesagt, es ist notwendig gewesen, dass die Kosovo-Albaner den serbischen Staatsverband verlassen können. Also was gilt denn jetzt? Ja? Und das ist genau das Problem der Frau Merkel. Und dann sagt sie noch im gleichen Atemzug, dass sie im Übrigen dafür ist, dass man möglichst rasch das Freihandelsabkommen mit den Amerikanern abschließt. Ja? Und damit hat sie gleich gezeigt, wo sie steht. Ja? Kein Mensch will dieses Freihandelsabkommen in Europa. Außer jenen amerikanischen Konzernen, die jetzt auch noch sozusagen Europa in ihren Würgegriff nehmen wollen und auch Staaten in Zukunft direkt verklagen können wollen. Ja? Dann wird also nicht mehr über Staaten, werden dann Konzerninteressen vertreten, so wie das jetzt noch im Völkerrecht Gültigkeit hat, sondern dann klagen große Konzerne dann direkt kleine Länder. Na, gute Nacht, kann ich nur sagen. Ja? Das ist sogar den Grünen schon gedämmert, dass das hochgefährlich ist. Ja? Und der Einzige, der hier jetzt eine Gegenposition eingenommen hat, in Deutschland ist, der Steinmeier ist schon vorsichtig auf Distanz gegangen, was schon einmal tief blicken lässt, der deutsche Außenminister. Aber noch deutlicher wurde Matthias Platzek, das ist der ehemalige SPD-Vorsitzende, wer sich noch an ihn erinnert, ehemaliger brandenburgischer Ministerpräsident, der folgendes im Kurier gestern, ich glaube, ich lese nicht recht, wurde berichtet über ihn. Er verlangt eine Legalisierung der Annexion der Krim. Er sagt, wenn es notwendig ist, wiederholen wir halt die Abstimmung noch einmal unter OSZE-Aufsicht. Bitte, gerne. Warum nicht? Wenn irgendjemand glaubt, dass die Abstimmung dort jetzt anders ausgeht, bitte, gerne. Ja? Ich würde mal behaupten, dass wahrscheinlich die Zustimmungsrate zum Verbleib bei Russland wesentlich höher ist, noch als sie im März der Fall war. Ja? Und dann sagt er dazu, und das, glaube ich, bringt das Problem aus deutscher Sicht auf den Punkt. Und da ist die deutsche Politik jetzt wirklich meiner Ansicht nach auf einem sehr, sehr gefährlichen Weg. Gysi spricht von einer Rhetorik des Dritten Weltkrieges und das ist nicht übertrieben. Und der Platzek, der ein bisschen vorsichtiger formuliert, sagt, die Rückkehr von Donetsk und Lugansk in den ukrainischen Staatsverband sei kaum mehr vorstellbar. Kann sich da erinnern irgendjemand vorstellen, dass eine Regierung gegen einen Teil des Landes Krieg führt, mit tausenden Opfern, und dann sagt, so, sind wir wieder gut, give me five, tun wir so, wie wenn nichts gewesen wäre, kommt's wieder zurück in unseren Staatsverband, ja, ignorieren wir das, was passiert ist. Das ist völlig absurd.